Hallo ihr Lieben, das ist ein, wie soll man sagen, Outtake oder eine Exkursion zu der Reihe Das bürgerliche Leben, das ich gerade mache. Also ich bespreche ja gerade parallel den Aufsatz von Joachim Ritter, Das bürgerliche Leben. Und im letzten Video, Teil 6, habe ich mich ja verstiegen zu einigen Thesen zu Hegel. Und da ist das jetzt ein Kommentar, nämlich zu einer alternativen Sichtweise, die auch noch möglich ist und die wahrscheinlich sogar produktiver ist als das, was ich in dem anderen Video erzähle. Und zwar kann man es so begreifen, dass wenn man den Anspruch der hegelianischen und möglicherweise auch der aristotelischen Philosophie ernst nimmt, ihre Wirklichkeit, und das heißt vor allem auch die gesellschaftliche Wirklichkeit, nur auf den Begriff zu bringen, dann bedeutet das automatisch, dass wenn wir es zulassen, zu denken, dass es eben auch gesellschaftliche Widersprüche gibt, also Gesellschaften, die interne unaufgelöste Widersprüche haben, dass dann auch die Philosophie, die den Anspruch hat, nur das gesellschaftliche Sein, die gesellschaftliche Wirklichkeit auf den Begriff zu bringen oder auszulegen oder zur Sprache zu bringen, dass dann auch notwendigerweise diese Philosophie, damit sie der Wirklichkeit treu bleibt, intern widersprüchlich sein muss. Und diese Widersprüche nicht auflösen darf, weil sie sonst eben ihrer Zeit voraus wäre. Und das würde bedeuten, dass viele Widersprüche, die zum Beispiel im aristotelischen oder hegelianischen Denken zu finden sind, gar nicht Hegel oder Aristoteles anzulasten sind, sondern dass sie sozusagen eigentlich ihren Job gemacht haben, indem sie ihren jeweiligen Gesellschaften den Spiegel vorgehalten haben. Und dann wäre es so, dass das Verhältnis zwischen Philosophie und Gesellschaft generell das wäre eines Versuchs, mittels der Sprache der jeweiligen Gesellschaft einen internen Spiegel vorzuhalten. Und so würde man dann eben die Tätigkeit von verschiedenen Philosophen im Laufe der Zeit für verschiedene Gesellschaften deuten, dass Philosophen so komische Handeln sind, die eben ihrer Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, indem sie tatsächlich einfach nur sagen, was da ist, sagen, was ist. Und dazu kann man viele, viele Dinge sagen. Unter anderem kann man zum Beispiel sagen, warum soll das dann ein exklusiver Job der Philosophie sein? Man kann es ja zum Beispiel sehen, dass viele Comedians zum Beispiel oder Theaterstückeschreiber, Romanciers, Filmemacher eigentlich auch nichts anderes tun, vor allem wenn sie gute Filmemacher, gute Comedians und so weiter sind, dass sie eigentlich genau das tun, dass sie die Gesellschaft mit ihrem eigenen Schmerz konfrontieren, mit ihren eigenen unaufgelösten Widersprüchen, mit ihren eigenen kognitiven Dissonanzen. Da könnte man die Frage stellen, warum soll denn das ausgerechnet ein Job für Philosophen sein? Wofür brauchen wir Philosophen eigentlich? In diese Richtung ist zum Beispiel der Philosoph Richard Rorty abgebogen in dem Buch, das ich auch immer wieder erwähne und verlinke, das den schönen Titel trägt, Kontingenz, Ironie und Solidarität. Also wer eine solche philosophische Position begutachten will, die die Funktion der Philosophie generell in Frage stellt, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, der lese Rorty. Dort findet er das, der sagt, das können andere besser, das kann die Philosophie ziemlich schlecht. Andere Formen, andere Sozialformen, andere Kommunikationsformen sind sehr viel geeigneter, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Ne? Also diese Position gibt es. Ich habe noch eine etwas radikalere, andere Position dazu. Und zwar denke ich, dass es die Position des Spiegelvorhaltens als soziale Rolle gar nicht geben kann, aus strukturellen Gründen. Also ich halte das tatsächlich für einen gewissen Mindfuck, dass man denkt, dass unter solchen komplexen Bedingungen wie heutzutage überhaupt noch irgendein einzelner Mensch oder eine einzelne kleine Gruppe von Menschen überhaupt in der Lage wären, der Gesellschaft als Ganzer einen Spiegel vorzuhalten. Und die logische Konsequenz ist dann, sofern man überhaupt denkt, dass die Gesellschaft einen Spiegelungsbedarf hat, so wie wir das zum Beispiel auch aus Coaching-Verhältnissen oder Therapieverhältnissen kennen, wo zum Beispiel einem einzelnen Menschen ein Spiegel vorgehalten wird, wo er sich nochmal anschauen kann, wo er steht, wo er ist und daraus dann eigene Schlüsse ziehen kann, indem ihm eigentlich sein eigenes Sein, sein eigenes Dasein, seine eigenen Widersprüche auch teilweise schmerzhaft nahegebracht werden, freundlich, aber schmerzhaft, wie es da zum Beispiel vor allem in der provokativen Therapie gerne gemacht wird. Aber ich denke, eigentlich ist das die Grundform von Therapie, auch von Coaching an sich, dem anderen einen Spiegel vorzuhalten, natürlich in sehr großer Freundlichkeit, in sehr großer Wertschätzung, aber nichtsdestoweniger. Diese Übertragung einer interaktionellen oder individuellen Interaktion auf die Gesellschaft als Ganze halte ich per se für unzulässig. Ich halte das gar nicht für möglich, dass man Gesellschaften therapieren kann. Das heißt, bezogen auf Gesellschaften halte ich die Form der Therapie für einen Kategorienfehler, für eine unzulässige Übertragung von interindividuellen, privaten Verhältnissen auf die Gesellschaft als Ganze. Nichtsdestoweniger, wenn wir sagen würden,
hat die Gesellschaft einen Spiegelungsbedarf, der nur nicht erfüllt werden kann, dann wäre die Frage, wie können wir das denn unter heutigen Bedingungen, also so großer Komplexität und so großer gesellschaftlicher Differenzierung, überhaupt noch hinbekommen? Verzweifeln wir daran und sagen, also unsere Gesellschaften werden immer betriebsblind sein, das wird gar nicht möglich sein, oder wie soll man sagen, pflegen wir weiter die Illusion, dass das Einzelne tun könnten, eben zum Beispiel Filmemacher, Journalisten, Romanciers, Theaterstückeschreiber, Comedians. Pflegen wir weiter diese Illusion oder verzweifeln wir und sagen, ja, das wäre, wir bräuchten das, aber es gibt halt keine Möglichkeit, das zu leisten. Es gibt keine Möglichkeit, dass einzelne Individuen ganze Gesellschaften therapieren. Es gibt aber auch noch eine dritte Ausfahrt, eine dritte Möglichkeit, und diese dritte Ausfahrt wähle ich, und diese dritte Ausfahrt sagt Folgendes. Gesellschaften haben immer einen Spiegelungsbedarf, weil jede Form von Sozialsystem dazu neigt, betriebsblind zu sein. Das ist gar nicht aufhebbar. Das ist gar nicht auflösbar, sondern das ist immer gegeben. Alle sozialen Systeme verrennen sich in sich selbst. Das ist ihre Natur, Betriebsblindheit und soziale Systeme untrennbar. Es gibt also für Weiterentwicklung einen Spiegelungsbedarf, analog eben wie bei Individuen in der Form von Therapie oder Coaching. Oder sagen wir mal so, mit Noni Höfner gesprochen, die meisten therapeutischen Prozesse finden außerhalb von Therapiepraxen statt. Das heißt, auch in ganz normalen Freundschaften, Verwandtschaftsbeziehungen, Partnerschaften oder kollegialen Verhältnissen, auch dort findet sehr viel Therapie, das heißt sehr viel freundliche Spiegelung statt, idealerweise. Und eben nicht nur mit Coaches und Therapeuten. Aber das nur am Rande. Also analog dazu haben wir auch einen Bedarf auf Gesellschaft, aber wie decken wir den? Und diese dritte Ausfahrt, diese dritte Möglichkeit, den Spiegelungsbedarf zu decken, neben der Illusion der Philosophie und neben der Illusion, dass zum Beispiel Comedians oder Journalisten oder Filmemacher das leisten könnten, ist tatsächlich die Losdemokratie. Warum? Wir würden dann sagen, die Gesellschaft als Ganze kann nur durch die Gesellschaft als Ganze gespiegelt werden. Das heißt, der Gesellschaft an sich begegnen wir überhaupt nur auf gelosten Versammlungen, weil dort ein nahezu, nicht ganz, aber nahezu repräsentativer Ausschnitt, der Gesellschaft anwesend ist und sich wechselseitig begutachten kann in der Unmittelbarkeit der Begegnung, der freundlichen Begegnung, wie sie nun mal auf gelosten Bürgerversammlungen herrscht. Nach aller Empirie geht es dort sehr respektvoll, sehr freundlich zu. Das ist ein empirischer Befund, eine empirische Beobachtung. Und in diesem freundlichen Verhältnis und des Zusammenkommens der sehr vielen verschiedenen Menschen kriegen wir gemeinschaftlich ein Gefühl dafür, wo wir gesellschaftlich eigentlich stehen. Das heißt, geloste Versammlungen sind eben ein Austritt aus der eigenen privaten Bubble und ein Eintritt in einen wahrhaft politischen Raum, in dem tatsächlich die gesamte Gesellschaft anwesend ist, aber in einem Maßstab, wie wir sie noch begreifen können als Menschen. Also so zur Vorstellung, je nach Format sind das dann zum Beispiel 25 Menschen, mit denen man zusammen ist. In größeren Formaten sind es manchmal 160 oder 250 Menschen, mit denen man da zusammensitzt, die zufällig aus der Gesellschaft gelost sind. Und über das Losverfahren kommt eine gewisse Diversität zusammen, die die Gesellschaft so gut es geht repräsentiert, soweit wir Menschen das erfassen können. Natürlich könnte man auch noch sehr viel größere Versammlungen losen. Zum Beispiel hat man das in Belgien versucht ab 2010, 2011 in den sogenannten G1000-Versammlungen. Dort wurden aus dem nicht ganz so großen belgischen Staat 1000 Menschen gelost. Ja? Also Belgien ist ja kleiner als zum Beispiel, was weiß ich, Russland oder USA oder Deutschland. Aus dieser Gemeinschaft wurden 1000 gelost. Es ist dann halt irgendwann die Frage der Operationsfähigkeit. Wann können wir dem noch einen Begegnungscharakter geben und nicht eben Plenumsdiskussionen, die nach aller Erfahrung vollkommen unproduktiv sind, eben gerade für empathische Spiegelungsprozesse. Und deswegen ist meine Ansicht, dass tatsächlich das eigentlich therapeutische Verfahren im Sinne freundlicher Konfrontation und freundlicher Spiegelung die Losdemokratie ist. Sie ist sozusagen, so besetzt, negativ besetzt dieser Begriff leider mittlerweile ist, der dritte Weg und in diesem Sinne ein sehr guter Weg. Ja, also eine dritte Möglichkeit, sagen wir vielleicht. Neben das an Philosophen outzusourcen, die das gar nicht leisten können unter modernen Bedingungen, die das vielleicht sogar noch nie leisten konnten, oder eben an Kulturschaffende oder Schreiberlinge oder Filmeschaffende aller Art, sozusagen, wenn wir wollen, an die Kunst und den Journalismus. Die dritte Möglichkeit, Spiegelung und Therapie der Gesellschaft, Selbsttherapie der Gesellschaft zu leisten, und zwar als ongoing process, als beständiger Prozess, ist die Losdemokratie. Und sie halte ich für den besten Weg, Gesellschaften fluide zu halten, veränderlich, reformfähig, anpassungsfähig, adaptiv an immer neue Verhältnisse, unter Beteiligung aller, über das demokratische Losverfahren. Und das würde bedeuten, dass der Anspruch, den die Philosophie mal formuliert hat, nicht in der Philosophie selber erfüllbar ist, sondern nur in der Form der Demokratie. Also Philosophen haben den Anspruch formuliert, dass Gesellschaften Spiegelung brauchen, seit Platon und Sokrates, ja. Aber eingelöst wird dieser Anspruch nicht in der Philosophie selbst, sondern in der Demokratie. Und das ist so meine Position.
Und das limitiert natürlich überhaupt auch den Sinn von Philosophie an sich. Also ich bin jemand, der tatsächlich ernsthaft fragt, brauchen wir heute noch Philosophen? Und das tue ich, obwohl ich selber, oder vielleicht gerade deswegen, weil ich ein komisches Philosophiestudium im Kreuz habe, obwohl ich eine Obsession für Philosophen habe, also das heißt eine Krankheit, die bei mir nicht mehr weggeht. Nichtsdestoweniger möchte ich in Frage stellen und tatsächlich noch etwas radikaler als Richard Rorty das tut, ob wir denn Philosophie noch brauchen oder ob es nicht um private Spleens ein paar Verrückter handelt, die behandelt werden sollten wie verrückte Briefmarkensammler oder so oder Leute, die ein komisches Hobby haben, das aber keinerlei gesellschaftliche Relevanz hat. So sehe ich Philosophen. Ich sehe sie als reine Privatpersonen, die mit anderen verrückten Privatpersonen ihren kleinen Club bilden, wo man sich halt über so komische Dinge austauscht. Gesellschaftliche Relevanz hat das aber meines Erachtens nicht, weil die eigentliche Spiegelung der Gesellschaft, die eigentliche auch, wie soll man sagen, auf den Prüfstand stellen von gesellschaftlichen Verfahren und Institutionen, gehört nicht in die Köpfe oder in die Clubs einzelner Privatpersonen, sondern gehört in die Hände aller und das heißt in geloste Versammlungen. Das ist das, wie ich sehe und das ist das, wie ich mich sozusagen bewege von der Philosophie hin zur Demokratie, auch in einem gedachten Gegensatz zwischen Philosophie und Demokratie im Sinne einer Konkurrenz darum, die Position des Therapeutischen in der Gesellschaft zu besetzen. Also ich halte ernsthaft Demokratie für Selbsttherapie der Gesellschaft, aber eben nicht für eine, die irgendwann abgeschlossen ist, sondern eine, die beständig ist. Denn aus meiner Sicht haben menschliche Gesellschaften beständigen Therapiebedarf, so unschön das sein mag. Worin das aufgehoben ist und warum das nicht eine schreckliche Vision ist, ist, Demokratie macht, wenn man sie richtig aufsetzt, sehr viel Spaß. Also wie vielleicht manche wissen oder weiß ich nicht, ob das überhaupt manche wissen oder wie viele das wissen, können therapeutische Prozesse auch Freude machen. Also Leute, die zum Beispiel der provokativen Schule in der Therapie und Coaching anhängen, wissen, dass auch therapeutische Prozesse Spaß machen können, dass dort sehr viel gelacht wird, dass dort sehr viel geweint wird, dass dort sehr viel passiert, dass es dort sehr menschlich zugehen kann. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass Demokratie ein sehr, sehr freundlicher Prozess sein kann, der sehr viel Freude macht. Also kurz gesagt, Therapie muss nicht wehtun oder nicht nur wehtun. Ich glaube sogar, dass Therapien, die hauptsächlich wehtun, eher retraumatisieren. Es muss immer aufgefangen sein und eingelagert sein in ein sehr gutes Beziehungsgeschehen, in eine sehr gute Beziehungsdynamik, sodass wir das überhaupt aushalten können, dass wir einander konfrontieren mit sehr schmerzhaften Wahrheiten oder auch eben mit dem Aufplatzen verschiedener Illusionen, denen wir immer wieder anhängen, und zwar alle von uns. Also jeder von uns in seiner kleinen privaten Bubble ist natürlich biased. Jeder von uns in seiner kleinen privaten Bubble hängt irgendwelchen Illusionen und Irrtümern an. Und auf demokratischen Versammlungen wird uns das auf freundliche Art gespiegelt und zwar allen gleichzeitig. Das heißt, auf demokratisch gelosten Versammlungen haben alle gleichzeitig Aha-Erlebnisse und nicht nur manche von uns. Demokratisch gelöste Gremien sind keine Belehrungsanstalten oder Erziehungsanstalten, wo einige von uns als Erzieher der Menschheit auftreten und andere werden erzogen. Wer Demokratie so versteht, dem darf ich versichern, dass er meine absolut unverbrüchliche Feindschaft verdient hat und auch bekommen wird. Also ich bin ein entschiedener Gegner, Demokratie als Erziehungsprozess zu verstehen. Sondern was stattdessen passiert, ist, wir informieren uns wechselseitig und wenn man es so pathetisch fassen will, wir therapieren uns gegenseitig. Das heißt, keiner von uns ist auf einem demokratisch gelosten Gremium mehr Therapeut und keiner von uns ist auf einem demokratisch gelosten Gremium mehr Therapierter, sondern wir sind beide alles gleichzeitig. Und das ist da sozusagen die Kunst der Demokratie oder die Leistung der Demokratie. Das kann wirklich nur die Demokratie in der Form geloster Gremien leisten. Und alle anderen Formen haben die Tendenz, in Erziehung auszuarten. Und Erziehung ist nun mal ein asymmetrisches Verhältnis. Ja, Erziehung kann niemals wechselseitig werden. Und das ist sozusagen der Unterschied zwischen Demokratie und Erziehung, zwischen Erziehungskonzepten. Und Demokratie ist insofern das Konzept, die Sozialform, die Biasse der Erziehung vermeiden kann, und zwar systematisch und dauerhaft als ein beständiger Prozess der Reformation oder Reformierung vielleicht eher, und zwar weil Gesellschaften das brauchen, weil Gesellschaften sich verrennen, weil Gesellschaften natürlich blinde Flecken entwickeln. Und wenn man eben fragt, wer soll denn der Gesellschaft diese blinden Flecken spiegeln, dann kann man mit der Demokratie sagen, das kann nur die Gesellschaft selber, das können nur wir selber, aber das können wir nur gemeinsam, indem wir zusammentreten in aller Verschiedenheit, aber gleichzeitig in aller Freundlichkeit und gleichzeitig in absoluter Gleichrangigkeit, in exakter Gleichrangigkeit, Gleichwürdigkeit, Gleichmächtigkeit, wie sie eben nur das demokratische Losverfahren zwischen uns stiften kann. Deswegen ist Demokratie so wichtig und deswegen ist Demokratie in ihrer Variante Losdemokratie so absolut unverzichtbar, gerade für komplexe, differenzierte Gesellschaften. So sehe ich es und das mag man kaufen oder nicht, jedenfalls ist es meine merkwürdige privatpersönliche Sichtweise. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss.